Und wir reden jetzt mit Michael Rottmann im Anleihecheck. Halver. Wir reden jetzt mit Michael Halver, pardon, im Anleihecheck. Ganz kleinen Augenblick, ich habe ein kleines technisches Problem. Der Wochenrückblick, verzeihen Sie, liebe Zuschauer, den machen wir jetzt mit Robert Halver. Herr Rottmann kommt nämlich erst später dran. Robert Halver, der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank. Der DAX, der ist heute wieder mal auf ein Allzeithoch gestiegen. Was treibt ihn denn da an? Ja, guten Tag, Herr Krollendach. Ja, generell haben wir ja drei Themen. Wir haben nach wie vor die Grunderaorta der Märkte, das ist die Geldpolitik. Zweitens aber, was immer wichtiger wird, ist natürlich, dass die Fundamentaldaten gut reinkommen. Die Konjunkturdaten sind gut, die Frühindikatoren sind gut und sehr viele Vermögensverwalter haben also jetzt auch eine Ersatzbefriedigung zum Dauerthema, nur die Liquiditätshorse. Es gibt eben auch die Substanzhorse und das spricht dafür, dass der DAX im Trend weitergehen wird, auch wenn es mal zwischendurch heftige Volatilitäten geben werden. Und ich denke, so mancher Renteninvestor bekommt mittlerweile auch etwas kalte Füße. Ich denke, auch die werden feststellen, dass dieser Dauertrend der Anleihen seit 1981 langsam ausläuft. Auch die kaufen verstärkt die Aktien. Herr Halver, es war ja jetzt die Woche der Autobauer. VW, Daimler, BMW, überall gab es Nachrichten. Wie sieht denn Ihre Bilanz dazu aus? Das Jahr 2013 war an sich ein Horrorjahr, aber der Dezember war glanzvoll und was wir im Dezember gesehen haben, ist auch, dass in der Euro-Süd-Zone, also eine Region, die ja sehr stark angeschlagen ist, dass man da wieder neue Autos kauft. Das ist ein Trend, der sich auch 2014 fortsetzen wird. Die Chinesen kaufen wieder sehr gerne Autos, die Amerikaner auch die großen SUVs, wovon unsere Premium-Klassenhersteller profitieren können. Das läuft für die deutschen Autobauer sicherlich sehr gut. Also das Jahr 2014 ist für mich das Jahr der Renaissance der Autokultur und der Autokonjunktur, gerade eben auch, was für unsere Autobauer dann sehr positiv laufen wird. Viele US-Bilanzen in dieser Woche. Wie performen denn die Banken da, Herr Halver? Unterschiedlich. Ich bin natürlich sehr überrascht, positiv von Bank of America. Also die haben ja weniger Rückstellungen für schlechte Kredite. Da läuft auch durchaus Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren, übrigens auch bei Wells Fargo auch. Bei Goldman Sachs, da bleibt nach wie vor die Krone auf dem Investmentbanken, sicherlich bei Goldman Sachs. Sie haben zwar auch im Bereich von festverzinslichen ein paar Probleme, aber das können sie beim starken IPO-Geschäft ganz gut wegmachen. Citigroup hat da vielleicht eher etwas enttäuscht, wobei sie aber auch jetzt in Zukunft, auch nicht nur im letzten Quartal, von deutlich geringeren Rückstellungen für Kreditausfälle profitieren können und auch ein Kostensenkungsprogramm hier laufen haben. Das ist am Aktienmarkt nicht mehr so gut angekommen, weil ich denke, die US-Banken haben das Beste hinter sich. Ich bin davon überzeugt, jetzt wird ein Switch stattfinden, jetzt wird man stärker die europäischen Banken kaufen, weil jetzt hier die Musik spielt, wenn man sagt, hier wird die Konjunktur jetzt langsam besser, die Bankenkrise wird so ein bisschen jetzt in den Hintergrund gedrückt, weil auch ein Stresstest nicht mehr für negative Schlagzeilen führen wird und ja, wenn alle Stricke reißen, wissen wir, die EZB wird uns schon aus der Krise rausholen. Die Musik, wo wird die denn in der nächsten Woche spielen? Ich denke, nächste Woche haben wir durchaus Chancen, im Aktienmarkt weiter nach oben zu befestigen. Was wir da bekommen, sind ja an sich, ja, die Bank of Japan wird sicherlich noch mal Furore machen, indem sie sagt, wir bleiben auf jeden Fall definitiv bei dieser üppigen Geldpolitik. Das BIP in China fürs letzte Quartal wird eine Verstetigung zeigen der Konjunktur. Man erwartet 7,6% Wirtschaftswachstum. Der Frühindikatorenindex der USA dürfte gut reinkommen. Die PMI, also die Einkaufsmanager-Indizes für die Eurozone, werden auch eine gewisse Euro-Konjunkturerholung zeigen, genauso wie der deutsche ZEW. Also von daher läuft das ganz gut. Nächste Woche natürlich dann auch Berichtszahlen. Microsoft, Procter & Gamble, McDonald's und IBM sind für mich wichtig. Ich denke, Microsoft, IBM werden eher die Konsumschwäche gerade auch in den Emerging Markets gespürt haben, aber der Ausdruck wird positiv sein. Und Procter & Gamble und McDonald's, da kann man sagen, ich glaube, die werden keine Probleme zeigen. Also es spricht dafür, dass der Markt sich insgesamt nach oben weiter befestigen kann, wobei eine kleine Konsolidierung nie ausgeschlossen werden kann, aber die macht mir keine Kopfschmerzen. Dankeschön, Robert Halver. Bitte sehr.